Warum warst du heute Morgen in der Schule? Ich meine, so früh in der Schule. Ja, ich wollte heute mein Gras zurück und der Kehrbeck hätte mir das ja nicht gegeben, hätte ich ihn gefragt. Und ich dachte halt, der hat das vielleicht noch in seinem Spind. Weltklasse, echt Weltklasse. Ja, aber dann ist ja der Direx gekommen. Und obwohl, warten Sie mal, wenn der Direx mich gesehen hat, habe ich doch ein Alibi. Ich meine, ich bin ja zur Schule hin und nicht mehr von der Schule weg. Theoretisch ja, wenn der Lehrer am Morgen getötet worden wäre. Ist er leider nicht. Ja. Bernie, braucht ihr uns noch? Weil sonst würden wir uns einmal zur Wohnung des Opfers aufmachen. Gute Idee, macht das. Ziehen Sie die Tür einfach zu, wenn Sie gehen, ja? Alles klar. Ja? Danke. Bitte. Eine Frage noch. Was denn? Wie gut kannten Sie den Verstorbenen? Nicht sehr gut. Aber was ich von dem mitbekommen habe, das hat mir gereicht. Das heißt jetzt was? Der Typ war ein Arschloch. Das war der schlimmste Mieter, den ich jemals in meinem Leben hatte. Der hat mich wegen jeder Kleinigkeit angerufen und rennen lassen, wegen jeder kaputten Glühbirne. Und unfreundlich war der, ich sag's Ihnen. Sagen Sie, hatte er eine Freundin? Wissen Sie das? Keine Ahnung, der eine Freundin hatte. Aber würde mich schwer wundern, denn wer will schon mit so einem Arsch zusammen sein? Den Laptop nehmen wir einfach mit ins Präsidium. Aber ganz ehrlich, ganz schön schicke Bude, oder? Für so einen Tätowierten? Ja. Oh, aua. Was ist denn? Hast du dir wehgetan? Weiß ich noch nicht. Hier, die Tasche habe ich gerade unterm Bett gefunden. Oh, lauter Spielsachen. Ja. Das war ja ein ganz experimentierfreudiger, hä? Offensichtlich. Was ist denn das? Ah ja, das ist was für Strom, ne? Dein Ernst? Hä? Als ob du jetzt wüsstest, wofür das ist. Die Dinger werden dir fest an die Nippel geklemmt und das findest du dann geil. Echt jetzt? Mhm. Muss man mögen, ne? Ja, muss man echt mögen. Du, aber das wird doch relativ gut zum Tatszenario passen. Ja. Vielleicht hat er sich ja wirklich freiwillig anketten lassen. Das Bad ist übrigens sauber. Der hat nichts. Shampoo, Seife, immer nur ne Charakter. Beautiful Times? Hier. Wo hast du denn das jetzt her? Lack im Mülleimer. Das sieht ja doch ganz glücklich aus, ne? Tja, so glücklich war er wohl nicht, wenn das Ding im Mülleimer lag. Ich vermisse dich so sehr, dein Füchschen. Fragt sich, wer das Füchschen ist. Wir mussten uns erst überlegen, wer dieses geheimnisvolle Füchschen sein könnte, das wir hier neben dem Opfer sehen. Und dann sind wir draufgekommen, dass der Herr Direktor Fuchs ja eine Tochter hat. Warum hat Ihr Vater nicht gesagt, dass Sie mit dem Opfer liiert waren? Er wollte mich einfach schützen. Wissen Sie, was das für mich bedeutet, dass Matteo tot ist? Er war die Liebe meines Lebens. Und was waren Sie für ihn? Naja, er hat vor 2 Monaten Schluss gemacht. Da waren wir gerade mal 5 Monate zusammen. Es war ihm emotional zu eng, meinte er. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor ungefähr 1 Monat. Ich wollte reden, aber er hat direkt abgeblockt. Was hat Ihr Vater dazu gesagt? Ich wollte doch bloß meine Tochter da raushalten. Die hat wegen diesem Schwein wirklich schon genug durchgemacht. Was hat sie denn durchgemacht? Er hat ihr wirklich ganz übel mitgespielt. Schluss gemacht per SMS. Müssen Sie sich mal vorstellen. Meine Tochter hat mich dann unverständlicherweise angefleht, noch mal mit ihm zu reden. Habe ich getan. Wissen Sie, was er da zu mir gesagt hat? Ich bin immerhin sein Chef und Vater seiner Freundin. Es sei nur eine Fickbeziehung gewesen. Oh, das macht Sie als Vater natürlich verdammt wütend. Das kann ich verstehen. Aber Sie konnten sich immer beherrschen. Bis auf gestern. Da konnten Sie sich nicht mehr beherrschen. Ne? Was meinen Sie? Ja, ich mache mir Gedanken, wie es gewesen sein könnte. Haben Sie Matteo Kehrbeck im Klassenzimmer beim Sex erwischt? Nein! Ja. Wie Sie zugange waren, und Sie konnten es nicht mehr ertragen, dass der Lehrer Ihre Tochter nur als Fick betrachtet? Und dann haben Sie sich den Feuerlöscher gegriffen und haben zugeschlagen. Und jetzt beschuldigen Sie den harmlosen Schüler. Ich habe ein Alibi. Ich war mit meinem Vater zusammen. Wir haben gekocht und uns dabei einen Film angeguckt. Wie praktisch.
dass sie sich gegenseitig ein Alibi geben. Und dann noch eins, das genau den Tatzeitraum abdeckt. Was haben Sie denn zum Essen getrunken? Rotwein. Mein Vater ist extra noch in den Keller gegangen, um eine zweite Flasche zu holen. Und wie sind Sie nach Hause gekommen? Mein Vater hat mich gefahren. Nach so viel Wein? Das ist sehr unvernünftig. Ich hätte den Vater gar nicht so eingeschätzt. Warum haben Sie Ihrer Tochter denn nicht einfach ein Taxi geholt? Ich wollte sie eben selber fahren. Außerdem war ich auch noch fahrtüchtig. Fahrtüchtig? Nach zwei Flaschen Wein? Ich hatte bloß ein Glas. Meine Tochter hat das meiste getrunken. Ich glaube Ihnen nicht. Ich weiß nicht, was ich Ihnen noch sagen soll. Ich sag die Wahrheit. Ich glaube auch nicht, dass Sie der Täter sind. Also, wenn man da logisch überlegt, kommt für diese plakative Tat eigentlich nur eine Person in Frage. Frau Fuchs, sagen Sie die Wahrheit. Wo waren Sie in der Tatnacht? Bei mir zu Hause. Mein Vater hat mir gesagt, was ich sagen soll, um mich zu schützen. Ich glaube, er denkt, dass ich Matteo umgebracht habe. Aber ich war es nicht. Gut, dass Sie da sind. Ich bin fast gestorben vor Angst. Haben Sie die Schritte denn noch gehört? In den letzten Minuten nicht mehr. Ich wollte schon hochgehen, nachsehen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Nicht, dass das der Mörder ist da oben. Hier, der Schlüssel. Okay, und? Polizei, kommen Sie raus! Heute Nachmittag war die Badezimmertür auf jeden Fall auf. Das heißt, es war jemand hier. Machen Sie die Tür auf, Polizei! Öffnen Sie die Tür! Sonst müssen wir die aufbrechen. Woher willst du denn wissen, ob da jemand drin ist? Lass uns doch zur Frau Steiner gehen und fragen, ob die einen Ersatzschlüssel hat. Alles klar, komm. Lass mal runtergehen. Da sind wir mal auf Ihre Erklärung gespannt. Ich wollte ihm einfach nur nah sein. Und als ich gehört habe, wie jemand in die Wohnung kommt, habe ich Angst bekommen. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Ich habe den Schlüssel nachgemacht, als wir noch zusammen waren. Langsam verstehe ich unseren lieben Lehrer und dass es ihm zu eng wurde in der Beziehung. Wir kommen jetzt erstmal mit aufs Präsidium. So, ihr Hasen. Nee, bleib sitzen, bleib sitzen. Erstens, das Opfer hat nach dem Schlag auf den Kopf noch gelebt, ist erst Stunden später an einer Hirnblutung gestorben. Was ja aus einer vorsätzlichen Tötung eine Körperverletzung mit Todesfolge macht. Richtig. Und zweitens, die Kollegen sind jetzt mit dem Laptop des Opfers durch und haben dann einen ganz interessanten Chatverlauf gefunden zwischen dem Opfer und einer uns bereits bekannten Person. Ja, ich habe mit ihm gechattet. Leider. Der Chat war einen Tag vor der Tat. Heißt im Klartext, dass Sie am Tattag mit dem Opfer verabredet waren, oder? Ja, das stimmt. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich mich nicht verdächtig machen wollte. Ja, das war aber auch nur Zufall. Der Typ hat mich angeschrieben und ich wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen, nicht nachdem er mir so mit Jakob geholfen hatte. Und? Wie war das Treffen? Ja, ich habe das abgesagt. Ich kannte den Typ ja überhaupt nicht. Das war mir zu blöd. Also fürs Protokoll. Ich habe den am Tattag nicht gesehen. Also, ich glaube Ihnen. Wir wissen, wer der Täter ist. Und wer? Ja, es tut uns leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber es war Ihr Sohn. Ja, wir gehen davon aus, dass der Lehrer ihn zu irgendwelchen sexuellen Handlungen erpresst hat. Aber wir gehen auch davon aus, dass er nicht in Tötungsabsicht gehandelt hat. Von daher, Ja. Mein Sohn hat seinen Lehrer nicht getötet. Was macht sie da so sicher? Weil ich es war.
Ich hab's für meinen Sohn getan. Was meinen Sie damit? Na, dieses Arschloch hat mir ein Angebot gemacht. Er vergisst das mit den Drogen, aber nur, wenn ich mit ihm schlafe. Und ich hab's getan. Sie haben mit ihm geschlafen? Ja, es war so widerlich. Der Typ hatte Handschellen dabei und wollte mich anketten. Aber das wollte ich nicht. Warum haben Sie ihn getötet? Als wir fertig waren, da hat er gegrinst und gesagt, dass er Jakob trotzdem melden wird. So gut wäre es nicht gewesen. Da bin ich ausgerastet. Ich wollte doch nicht, dass mein Sohn so ein Knasti wird wie sein Vater.